Moin Cheetos! Ja, ich habe gerade hier noch so einen Krok gehabt, so ein Rip Barbecue Krok. Irgendwie so nett der sich. Mit so einer richtig geilen Chili-Soße. Also das Ding ist echt ultra geil. Und das habe ich mir gerade hier nochmal reingezwiebelt. Das ist auch verrückt hier. Ne? Drei Fernbedienungen, um hier Fernsehen zu gucken. Einmal für die 4K-Box. Einmal für diese Dolby Surround-Anlage und einmal für das TV-Gerät selbst. Das ist total der Wahnsinn. So, erstmal auf den Wahnsinn des Alltags. Ja. So. Den Rest schaffe ich jetzt nicht mehr. Das war so ein Teil. Also fast so, aber dann... Ja. So, lassen wir das. Ja, erst einmal natürlich frohe Weihnachten. Und das kommt wirklich vom Herzen, das meine ich wirklich ganz, ganz ehrlich. Frohe Weihnachten. Ja, hier ist allerdings in Realtime gerade der 23.12.2018, also einen Tag vor Weihnachten. Das ist natürlich ein bisschen tricky jetzt, ne? So, und es ist jetzt gerade, wie spät haben wir es? 10:45 abends. 22.46 Uhr ganz genau. Und zur späten Stunde habe ich erst begonnen, hier jetzt langsam mal die Wohnung aufzuräumen. Ja gut, ich bin noch dabei. Aber naja. Und ich will jetzt mit euch gemeinsam die Fortschritte dokumentieren und ihr seid dabei. Das ist mein kleines Weihnachtswunder für euch. Ja, was anderes finden wir nicht ein. So, los geht's! So, aber ein bisschen habe ich auch schon was gemacht. Und zwar den Tannenbaum aus dem Keller hochgeholt. Den habe ich vor wenigen Tagen schon gekauft. Und habe ihn dann im Keller gelagert. Und habe ihn jetzt gerade eben hochgeholt. Bevor mein Essen kam, habe ich ihn schon hochgeholt. Das Netz abgemacht. So kann er sich schon mal ein bisschen entfalten. Jetzt kriegt er gleich noch Wasser. Die Katzen haben schon aufgeregt dran geschnuppert. Mal sehen, wie das Ganze wird, wenn ich den gleich schmück. Ich habe ihn ganz bewusst hier im Schlafzimmer aufgestellt und nicht im Wohnzimmer, im Studio, weil das ist so ein bisschen der Schmuddelbereich der Wohnung. Und ja, das Wohnzimmer ist dann doch so ein bisschen der Wohlfühlort. Hier ist das alles ein bisschen gemütlicher, ein bisschen kuscheliger. Abgesehen von diesem Riesenhaufen Wäsche. Da ist immer noch ein bisschen Wäsche nebenan. Ich wohne ja im Dachgeschoss und genau gegenüber von meiner Wohnung ist der Trockenboden, so nennt man das, glaube ich. Und da habe ich auch noch Wäsche aufgehangen, die kann auch ab. Also Wäsche noch abnehmen, dann den gesamten Berg zusammenlegen, außerdem aus dem Keller, die Kiste mit der Weihnachtsdeko noch hochholen. Und ich habe hier noch so ein paar Sachen, die will ich noch in den Keller bringen, damit sie hier in der Wohnung nicht mehr blöd rumstehen. Zum Beispiel für die Kulisse von Crazy Fighters, da hatte ich ja mit ganz viel Holzbrettern, da ganz viel zusammengenagelt, zusammengeschraubt und da habe ich aus dem Keller mehr Bretter hochgeholt, als ich tatsächlich gebraucht habe. Dementsprechend kann ich nun wieder einen ganzen Haufen runterbringen. Das alles muss noch gemacht werden, um 10:45 abends. Sehr gut. Und da hatte ich aufgrund schon einiges runtergebracht. Jetzt habe ich hier nur noch zwei Bretter. Noch die Gießkanne, wer sich erinnert. No Risk, No Fun. Die vierte und letzte Ausgabe, die ja auch mit Novi war. Und da kam ja die Gießkanne auch minimal zum Einsatz. Ja. Wer die Ausgabe noch nicht gesehen hat, der kann ebenfalls hier mal auf die Infocard klicken und nochmal zu No Risk, No Fun 4 gehen. Und ich habe hier noch eine Truhe und der kann auch runter. So, ich glaube, es nützt nichts. Da muss ich nochmal zweimal gehen für die Kiste. Alleine schon. Ein einzelner Weg. So, okay. Also ich habe jetzt soweit alles in den Keller geräumt. Zwei Bretter nehme ich doch nochmal mit hoch. Und zwar diese zwei hier. Einmal dieses lange und dieses kürzere. Daraus werde ich nämlich morgen nochmal was bauen. Dazu gehört auch dieser Bilderrahmen. Denn
Unnützes Wissen soll mir wieder an den Stab gehen. Und naja, ich habe mir da was überlegt. Ich sage jetzt lieber nichts, falls es nicht klappt. Aber wenn es klappt, dann ja, werdet ihr davon mitbekommen, was mit unnützes Wissen passiert. Ja, und natürlich die Kiste mit der Weihnachtsdeko. So, das sind die Sachen, die jetzt nochmal hoch müssen. Der Rest ist im Keller verstaut. Oh mein Gott. Wenn das Tine Wittler sehen würde, du dann einen Kopf kürzer. Ja, das bringe ich jetzt noch hoch und dann geht es oben in der Wohnung weiter. So, also, ja, nun habe ich den Kram oben, den ich oben haben wollte. Und ich würde sagen, als nächstes, ja, geht es direkt an den Tannenbaum. Den erstmal schmücken. Ich muss eben morgen dann nochmal saugen. Das kann ich natürlich jetzt nicht mehr machen. Außerdem wollte ich auch noch einmal Wäsche frisch neu waschen. Frisch neu waschen. Ah, ist klar. Ja, also, jetzt geht es an den Tannenbaum und schauen wir mal, wie wir den schmücken. So, denn dieses Jahr habe ich ja nicht ganz so viel Schmuck wie noch die letzten Jahre, denn ich hatte es ja schon des Öfteren mal erzählt, dass ich und meine Freundin uns ja getrennt haben. Na? So, also haben wir natürlich alles aufgeteilt und dazu gehört auch der Weihnachtsschmuck. Ja, das ist auch noch so eine Frage, ne? Ich habe hier noch so eine Weihnachtstischdecke. Na, die könnte man jetzt unten drunter legen, aber ich glaube, dann kommt man da eh immer nur drüber. Na, Pferdefanz. So. Diesen glitzernden Tannenbaum hier, den stelle ich am Ende vor die Tür, ja. Und wenn ich ganz am Ende hier fertig bin mit der Wohnung, ja, mit dem Aufräumen, wie gesagt, Staubsaugen werde ich heute nicht machen, aber dann gibt es auch mal eine kleine Roomtour, ja, also freut euch aufs Ende, dann gibt es eine kleine Roomtour. So, und dann werdet ihr sehen, dass da vor der Tür steht. So, und das ist jetzt alles, was mir hier an Weihnachtsdeko quasi geblieben ist. So. Also, weiß ich auch nicht, wo man das jetzt im Hintergrund noch lassen soll. Das kann man auch hier am Tannenbaum so. Wow. Ach so, hier ist noch so eine ja, Lichterkette, die nicht mehr ganz so funktioniert. Leuchtet so gelblich. Kann ich mal kurz zeigen. Also, die sieht so aus. Schon ganz schick eigentlich, ne? Und hier geht halt so eine kleine Ecke nicht. Wobei ich der Meinung war, dass eigentlich davon mehr nicht ging. So. Dann muss ich mir dann hier irgendwie nochmal ein bisschen Strom hin verlegen, aber das ist ja kein Problem. So, ich nehme mal die Brille jetzt wieder ab. Die stört mich langsam. Die hatte ich ja nur auch, weil ich Fernsehen geguckt habe. Sonst trage ich die Brille eigentlich kaum. Laut Führerschein soll ich sie eigentlich auch beim Autofahren tragen. Eigentlich, ne? So. Das ist echt ein bisschen wenig. Ist das die Lichterkette, die ich immer am Tannenbaum hatte? Nein. Die war doch viel, viel länger. Das hier ist doch nicht ein Witz. Davon hatte ich bestimmt zwei Stück. Na gut, da haben wir auch die aufgeteilt. Kann natürlich sein. Weiß ich jetzt nicht. Ich dachte immer, das wäre eine sehr lange gewesen. Das kommt mir gerade sehr kurz vor. Gut, okay. So, dann fangen wir hier unten mal an. So, die darf auch gerne ein bisschen weiter rein in den Baum. Denn, vorne hängen dann nachher die Kugeln und so weiter. Da würde die ja dann auch nur spüren. Gut, so könnten wir es jetzt lassen, aber irgendwie bin ich damit total unzufrieden. Also das habe ich anders an der... Das ist sie nicht. Das ist sie nicht. Die war auch leicht grünlich, meine ich. Gar nicht schwarz. Wir können die mal anmachen. Das ist nicht die typische Tannenbaum-Lichterkette, die ich immer hatte. Ups! Da muss ich wohl nochmal im Keller gucken. Ja. Joa, ist okay, ne? Aber das ist nicht die eigentliche Lichterkette. Nee. Das war so ganz lange, war das weiß ich doch. Und Figuren habe ich auch keine.
Also, da gehe ich nochmal eben in den Keller und gehe da ein bisschen suchen. Das kann nicht alle sein. Und wenn doch, dann habe ich ein bisschen die Arschkarte gezogen. Bis gleich. So, also ich bin zurück. Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, nochmal runterzugehen, denn ich habe noch eine Papiertüte gefunden. Und während ich dort unten am Suchen war, dämmerte es mir schon, sag mal, irgendwas hatten wir doch in Papiertüten aufgeteilt. Und zwar die Figuren. Die habe ich schon mal gefunden. Hier sind wir noch Glitzersterne, also so, naja, sind jetzt nicht so aufregend. Ja, ein paar Holzfigürchen, ein paar Glöckchen und so weiter und so fort. Also ein bisschen Gedöns ist da. Allerdings die Lichterkette, die ich sonst immer hatte, die ist nicht dabei. Die ist einfach nicht dabei und die habe ich nicht gefunden. Kann sein, dass sie vielleicht irgendwo noch da unten rumflattert. Aber würde mich stark wundern, wenn ich sie nicht zusammen, ja, mit den Figürchen oder mit der restlichen Deko im Karton hätte. Warum sollte ich jetzt einzeln da unten irgendwo haben? Macht keinen Sinn. Und hier in der Wohnung hatte ich sie noch nicht. Also entweder, ja, gebe ich mich zufrieden hier mit dieser kleinen Lichterkette. Oder, weil ich sie ja nun hier habe, gebe ich diese gelbliche noch dazu und mix das ein bisschen. So, dann geht die hier los, ab der Höhe, so, ja. Irgendwie so. So, und ich würde mal sagen, ab jetzt spinnen wir das Ganze wieder, weil das dauert ja ewig, bis der geschmückt ist. Los geht's! Ein Herzchen. So, das hänge ich ran und ist Dynamite gewidmet. So. Da. Da. Das hängen wir mal. Hier noch so mit dazu. Noch ein Herz, das ist Mia gewidmet. So, noch ein Herz und das ist dann meinen Eltern, meiner Schwester und Milan gewidmet. Milan ist der Sohn meiner Schwester. Also dieses Herz gebührt meiner gesamten Familie, wenn man so möchte. So, hier ist schon so viel Gold, hier ist auch Gold. Das machen wir mal ein bisschen mehr hier an der Seite. Ja, hier am besten. So. So, und jetzt kommen die roten Kugeln. Weiter geht's. Stolpert schon über die Kabel hier. So, also, ich bin jetzt soweit fertig. Kugeln sind dran, der Schmuck ist heute dran, es fehlt eigentlich nur die Spitze. Ja, diese besondere Kugel, die hänge ich hier irgendwo ganz anders auf. Vielleicht hier vorne noch an der kleinen Blume hier, an der kleinen Pflanze. Ja, die Spitze noch. Dafür muss ich hier das Ganze noch mal ein bisschen kürzen. Dann kommt die da oben drauf und wie der Tannenbaum dann fertig aussieht, das seht ihr auch gleich bei der Roomtour. So, so und nun bin ich an einem Ort, den ihr ja nun alle schon kennt, nehme ich an. Und zwar, wenn ich immer am Kochen bin, Kochen à la Shizu. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte auch mal oben rechts auf die Infocard gehen. Auch das habe ich dort einmal verlinkt. Ja, und hier ist jetzt gar nicht so viel zu tun, aber ich habe hier noch ein bisschen Abwasch, nämlich vom letzten Stream, wo ich gekocht habe. Ja, da ist jetzt 2 Tage her. Ja, da war am Freitag, heute ist Sonntag. Und ja, das muss natürlich auch noch erledigt werden, damit hier jetzt einfach auch kein Abwasch mehr ist und auch die Küche wirklich sauber ist. Und das mache ich jetzt. Ja, das Ganze wird wie immer gespeedet.
So, ja, das war der Abwasch. Ich lege das hier mal auf so ein Geschirrhandtuch, damit das da abtropfen kann. Weil ich jetzt nicht derjenige bin, der das dann auch sofort alles abwäscht. Nö, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen faul. Ist mir dann auch egal, ob am Geschirr irgendwie so ein paar Wasserflecken sind oder so. Das ist mir wurscht. Hauptsache, das ist insgesamt sauber. Also das lasse ich dann quasi so ein bisschen von Natur aus trocknen und wische dann nur gegebenenfalls etwas nach. Übrigens, das war auch nicht ganz richtig geschrieben. Carbonara mit R. Naja, gut. Was soll's, ne? Hat keiner gemerkt, ja. Schizos sind auch alle ein bisschen Analphabeten. Ne? So, okay, das war der Abwasch, aber jetzt wartet ja noch die Wäsche auf mich. Und da wartet auch noch ein kleiner Batzen drüben, wie sagt man das denn? Wäscheboden? Trockenboden. Boah, wie auch immer. Und das muss ich jetzt erstmal abnehmen. Und dann, ja, habe ich ja einiges eh schon auf dem Sofa gelagert. Und dann muss ich das alles zusammenlegen. Los geht's. So, jetzt sind wir auf den Trockenboden. Und ich muss ein bisschen leiser reden, denn es ist schon sehr, sehr spät. In real time ist es bereits 1 Uhr. 1.13 Uhr. So, und deswegen müssen wir ganz, ganz leise sein. Und jetzt nehme ich hier die Wäsche ab. Und die Katzen, die kommen auch immer gerne mit. Schaut mal. Achtung. So. Und wenn ich die Wäsche gleich fertig abgenommen habe, dann erzähle ich euch mal, warum ich nur noch mit der Kamera arbeiten kann, die über Strom funktioniert. Ich habe ja 2 Kameras. Eine funktioniert mit Akku und die andere über Strom. Und jetzt habe ich nur noch die mit Strom. Und warum? Das erzähle ich euch gleich. Jetzt aber die Wäsche abnehmen. Na klar, das Ganze wird gespeedet. Habe ich also einen ganzen Berg Wäsche plus den, der hier noch auf dem Sofa liegt. Oh Mann, warum macht man nicht einfach gleich seine Arbeit, weißt du? Aber nein, das wird ja alles hier aufgeschoben und jetzt hat man dieses ganze Feld zu erledigen. Ja, was jetzt kommt, brauche ich glaube ich nicht zu erläutern. Es wird gespeedet. Diese Kamera, die über Strom funktioniert. Naja, bei den Dreharbeiten zu Crazy Fighters, da spackte meine Kamera, die über Akku funktioniert, plötzlich völlig ab. Wir haben ja ein bisschen vorproduziert. Wir wollten ursprünglich 3 Sendungen vorproduzieren, haben dann bei der dritten Aufzeichnung dann gemerkt, dass die Kamera abkackt und konnten die dritte Ausgabe dann auch nicht mehr zu Ende drehen. Sprich, um es kurz zu machen, die Kamera
ist wohl, wie es aussieht, im Arsch. Das bedeutet natürlich auch, dass ich No Risk No Fun so erstmal nicht mehr drehen kann, weil ich ja keine Kamera habe zum Rausgehen. So, und das ist ein Problem. Das ist genauso ein Problem für Crazy Fighters und genauso ein Problem für unnützes Wissen, weil auch bei diesen zwei Formaten drehe ich ja immer mit zwei Kameras. So. Und das gehört einfach dazu. Es ist einfach langweilig, dann nur mit einer Kamera. Und deswegen brauche ich dringend eine neue Kamera. Sag mal, so ein Bettlaken, ne? Das kann man irgendwie doch auch nie wirklich schick zusammenlegen, oder? Also ich roll das meistens hier irgendwie so. Naja, interessiert euch wahrscheinlich auch nicht. So, jetzt noch ein paar Socken und dann haben wir es aber auch. So, das Ganze wird jetzt natürlich nochmal weggeräumt. Nochmal alles schön dort in die Kommode reinsortiert. Und dann habe ich auch das. So, was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlt nur noch Katzenfutter. Und bevor ich das mache, muss ich aber auch die Katzenklos erstmal machen. Und jetzt muss ich euch was erzählen. Also heute, jetzt haben wir ja mittlerweile tatsächlich den 24. auch für mich bereits. Ich habe so gut wie wirklich keine Geschenke bis jetzt gekauft. Das bedeutet für mich, hier in Kiel macht Gott sei Dank ein großes Einkaufszentrum extra heute an Weihnachten früher auf als sonst. Sonst öffnen die um 9 Uhr morgens. Heute öffnen die sogar um 7 Uhr morgens. Und da muss ich heute hin. So, ich werde mit dem Bus fahren. Ein Fahrrad ist mir dann doch morgens, wenn ich es nicht unbedingt muss, wegen der Arbeit, dann muss ich es auch nicht freiwillig machen, um dort in dieses Einkaufszentrum zu kommen. Aber ich werde es mit dem Bus machen. Ich muss um 6:30 aufstehen, es nützt nicht. 6:30 Uhr, also im Prinzip gleich. Ich muss dahin, ich muss noch für meine Tochter Geschenke besorgen, für meine Eltern, für meine Schwester. Also für den Sohn meiner Schwester. Also ich habe noch einiges einzukaufen. Also das heißt, für mich geht es gleich schon wieder los, ab in den Bus. Ja, denn jetzt muss ich ja auch noch das Video, wenn ich gleich die letzte Aufnahme hier getätigt habe, auch noch schneiden. Schneiden, exportieren, hochladen. Das heißt, ich glaube, ich werde kaum schlafen jetzt bis 6:30. Ja, davon kann man schon fast ausgehen. Also, ich fütter jetzt nur noch schnell und für euch kommt jetzt direkt einmal die Room Tour. Viel Spaß!
gibt's das. Also ich hoffe, euch hat das kleine Weihnachtsvideo heute gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Das war auch die lang ersehnte Roomtour. Ja, sie wurde öfter schon mal gewünscht, aber in dieser Schmuddelkammer, da kann man ja in der Regel keine Roomtour machen. Nun habe ich hier ja extra für Weihnachten aufgeräumt und das war natürlich der richtige Moment für die Roomtour. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen natürlich heute dann ja ein schönes Weihnachtsfest, auch einen ersten schönen Weihnachtstag und einen zweiten schönen Weihnachtstag. Lasst euch heute reichlich und schön beschenken. Und jetzt habe ich noch eine Frage an euch alle, auch an diejenigen, die sagen, kein Bock, einen Kommentar zu schreiben. Bitte, meine Frage an euch, was werdet ihr heute an Heiligabend essen? Was gibt es bei euch zum Essen? Schreibt das bitte mal in die Kommentare rein. Ja, dann haben wir nachher so eine lange Liste, wo die unterschiedlichen Essensgerichte stehen. Vielleicht, und da bin ich mir sicher, wird sich das eine oder andere wiederholen. Was werde ich heute essen an Heiligabend? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, denn ich bin bei meinen Eltern eingeladen heute zum Essen und die haben mir gar nicht gesagt, was es gibt. Also werde ich selber später dann mal in die Kommentare reinschreiben, was es bei mir gab. Und also ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich für das ja ziemlich krasse Jahr mit euch gemeinsam. Wie gesagt, dieser Kanal startete ja eigentlich als unnützes Wissen über Tiere im Dezember 2017. Da ging es los, dann habe ich nochmal den ganzen Kanal komplett umgemodelt, wurde hier zum Schizo-Streamer und fing auch mit Livestream an und dann ging es ja so langsam bergauf. Und aktuell haben wir 149 Abonnenten, vielleicht sind es ja jetzt sogar 150 Abonnenten. Würde mich freuen, heute zu Heiligabend 150 Abonnenten. Und wenn noch nicht 150 hier unten steht, dann ja, macht mir die Weihnachtsfreude. Und wenn du gerade zuschaust und mich noch gar nicht abonniert hast, dann lass direkt mal ein Abo da. Sei der 150. Abonnent, würde mich sehr, sehr freuen. Und bleibt am Ball, seid gespannt, es gibt die Tage noch weitere Videos von mir, also ich bin mir ganz, ganz sicher, wir sehen uns auf jeden Fall wieder und checkt auch gerne mal den Discord-Server aus, wo ihr den findet. Unten in der Videobeschreibung, dort findet ihr den nötigen Link und dann könnt ihr auch zu Discord dazu stoßen. Nein, das ist jetzt kein guter Abschluss für das Video. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Du grünst dich nur zur Sommerzeit, dann auch im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Das ist in der Nadel, das ist, ey, macht eben auch keinen Sinn.